30 Minuten mit Andi Meier aus den Weinyard Studios. Lieber Andi, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich den weiten Weg in Anführungszeichen kommen durfte. Denn dieses fantastische Studio, was du hier hast, was du dir selbst gebaut hast, ist eine Sensation, wenn ich das mal sagen darf. Ja. Ich freue mich wirklich. Wie lange hast du gebaut an diesem Studio? Ich würde sagen, 3-4 Monate hat es insgesamt gedauert. Okay, kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf auf den Prozess. Stellen wir dich erstmal vor. Also Andi Meier haben wir gerade schon gesagt. Wie alt bist du? 35. 35 Jahre. Ja, du bist ja ein Kind der, das ist 80er, 90er, ne, würde 90er, man sagen, ja, ganz genau. Das heißt also, die LP ist jetzt nicht mehr direkt hier vertreten. Aber in dem Zusammenhang, kannst du dich an den ersten Song erinnern, den du vielleicht als CD, Maxi oder sonst was bekommen hast? Eine der ersten CDs, die ich dann auch auswendig gelernt habe, waren Die Doofen. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, Wigald Boning. Ich kenne die beiden sogar persönlich. Ja, wie hat ja, ja. Wigald Boning und wie hat Schwarzer? Und Olli Dittrich. Olli Dittrich, ja, genau. Ja, genau. Jetzt aktuell gerade wieder als Ditsche unterwegs. Okay. Und wirklich ein fantastischer, ein hochpräziser, toller Comedian. Beide übrigens. Und Wigald ist auch ein ganz fantastischer Kerl. Aber wir wollen ja nicht über Wigald und Olli sprechen, wir wollen ja über dich sprechen. Also Die Doofen, du konntest Mief, war das dann wahrscheinlich, ne? Jeden Song auswendig, wirklich. Fantastisch. Das ist vor dem Hintergrund lustig, dass gerade mein Sohn diesen Song jetzt entdeckt hat und den auch super findet. Und natürlich schon an der nächsten Lampe steht auch schon die nächste Schlampe für mich frei, weil natürlich ein Satz, der mindestens genauso provokativ gewesen ist wie zu meiner Jugend, Skandal im Sperrbezirk von der Spider-Murphy-Gang. Ja. Da stehen die Nutten sich die Füße platt. Das war, ja, das gab erstmal Ärger, als ich das erste Mal laut gesungen habe. Aber nicht über mich, sondern über dich wollen wir sprechen. Also Die Doofen. Mhm. Die Doofen haben ja als Instrumentierung Gitarre und Gesang und Querflöte. Ja. Wigald ist ja ein fantastischer Querflötist. Und hat das einen Einfluss auf deine Instrumentenwahl gehabt oder war das jetzt einfach nur, das fand ich cool? Ach, es war einfach sau lustig. Die Texte waren einfach immer, sind immer noch lustig. Toastbrot Baby und was weiß ich, was es alles gibt. Also ich singe das heute oft. Möbelmodel und was weiß ich. Du hast eine junge Tochter, darf die das dann auch ausbauen? Ja, ja, auf jeden Fall. Bestimmt, wenn es soweit ist, wenn ich die Texte verstehe. Auf jeden Fall. Aber auf deine Instrumentenwahl hat das keinen Einfluss gehabt. Nee, eher auf den Humor vielleicht und auf so die Sichtweise, auf die Herangehensweise. Humor ist ganz, ganz wichtig. Ja. War das denn, aber das war dann nicht das erste Konzert, was du gesehen hast, ne? Nee, erste Konzert geht wieder komplett in die andere Richtung, war dann Agro Berlin. Das war so 2002 rum, so da, wo die noch nicht ganz so bekannt waren, wo auch alle noch zusammen waren. Bushido, Flair, Sido, die waren dann alle beteiligt gemeinsam unterwegs und die waren da auch in Regensburg, da war ich so 14, 15 und das war natürlich damals der Beginn von Deutschrap so richtig und da war ich natürlich in erster Reihe mit dabei. Ja, vor allem der Deutschrap, als er noch nicht mit Autotune zugeknallt wurde. Ne? Ja. Ja, Bushido hat ja gerade eine schwierige Phase hinter sich, war auch ein interessanter Typ irgendwie. Ich habe mich mal ein bisschen mit ihm auseinandergesetzt und auf der einen Seite muss man ja diesen harten Typen sehen, der vor dem Mikrofon steht und auf der anderen Seite den Menschen einfach und der hat mal irgendwann in einem Interview einfach gesagt, dass er das knallhart trennen kann. Ja. Er setzt die Kappe ab und ist ein ganz vernünftiger, normaler Mensch und er sagt, und wenn ich deine Mutter beleidigen will, dann setze ich die Kappe auf. Und dann beleidige ich deine Mutter, dass du nicht weißt, wo vorne und hinten ist. Und dann die Kappe wieder ab und danach bin ich wieder nett. So. Sind auch Skills, ne? So, letztendlich ähnlich wie ein Clown wahrscheinlich, ne? Der wahrscheinlich auch die rote Nase absetzt. Ne? Das ist dann die Frage, wie real ist das noch? Die Frage muss man sich ja sowieso stellen. Ich war bei Bushido tatsächlich raus, als ich gelesen habe, dass er einen Aquaristikladen hatte. Da habe ich gedacht, das ist echt Street. Also das ist... Ja. Ich weiß nicht, was mehr Street ist als ein Aquaristikladen, aber lass uns nicht über Bushido reden, ich kann es nicht oft genug sagen. Ja. Hatte das denn Einfluss auf deinen Musikgeschmack dann? Ich meine, erstes Konzert ist ja durchaus prägend, aber ein Instrument war ja währenddessen wahrscheinlich bis auf Turntables nicht auf der Bühne, ne? Nee, zu der Zeit, mittlerweile ist Sido ja zum Beispiel immer mit Band unterwegs auch. Zu der Zeit war der DJ hinten dabei und die haben halt dann ihre Beats laufen lassen. Ja. War aber auch so der musikalische Beginn dann auch von mir, wo ich gesagt habe, hey, das will ich auch machen. Ich will auch rappen, ich will auch irgendwie Beats bauen. Habe ich dann auch lang gemacht. Also ich bin dann mit 16 so selber so in Deutschrap rein. Habe dann auch mit einer MPC damals versucht, die ersten Beats zu bauen. Cool. Mit Sampling und so gearbeitet damals. Ja, dann bist du ja auch direkt in Kontakt mit einer DAW gekommen. Ja, war damals noch Cool Edit Pro. Ich weiß, das gibt es cool so lange nicht mehr. Ja, das ist 1000 Jahre schon. Ja, ich glaube, Cool Edit 95 war eine meiner ersten auf Windows-PC noch, die ich benutze. Das habe ich benutzt, Cool Edit, dann irgendwann Fruity Loops. Damals konnte man ja nur produzieren damit. Mittlerweile nehmen ja auch viele auf damit. Ja, heißt ja jetzt auch FL Studio, ne? Genau. Siehst du, wie alt ich bin. Ja, ich sehe, wie alt du bist. Aber warum bist du dann nicht bei Ableton Live gelandet? Ich meine, MPC ist ja programmiert oder ist ja quasi der uneiige Zwilling von Ableton Live. Ich habe es ein paar Mal installiert, aber es hat mich irgendwie nie verstanden. Also es ist nicht mein Programm vom Workflow her.
Nee, meins auch nicht, muss ja jeder selber wissen, aber ich kenne halt Leute, die damit wirklich unfassbar schnell produzieren können und auch wirklich aktuelle Musik machen können. Deswegen, also mir erschließt sich das Bedienkonzept einfach nicht. Ich habe das nicht verstanden, aber vielleicht bin ich da mit über 50 auch tatsächlich zu alt für. Ja. Ich denke halt, dass es vor allem für loopbasierte Musik perfekt ist. Ja. Alles, was linear aufgenommen wird, wie die Musik, die ich jetzt aktuell mache, ist vielleicht nicht so geeignet. Ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich eher loopbasiert. Ja. Aber ich denke, man kann natürlich auch normale, klassische, handgemachte Musik damit machen. Kann man tatsächlich, weil hin und wieder mache ich Videos in Ableton Live auch. Ja. Aber das ist schon gewöhnungsbedürftig. Und ich habe mal irgendwann gesagt, DAWs, die wir benutzen, die du benutzt, die ich benutze, sind ja im Prinzip nur Multispur-Kassettenrekorder mit angeschlossenem Mischpult. Genau. So, und das ist bei Ableton halt komplett anders. Ne? Aber dann ist halt eben nicht deine DAW geworden, deine DAW ist? Nee, meine DAW war dann Cubase lange Zeit. Okay. Bis ich dann irgendwann die Schnauze voll hatte von Windows, dann bin ich gewechselt auf Cubase nicht auf Windows, auf Apple? Ja, wenn es will, aber auf Apple schon. Doch, ich habe es mal installiert, aber es ging dann nicht. Also ich hatte damals die 5er Vollversion auch, die wollte ich dann installieren auf einen Apple-Rechner, das hat dann aber auch nicht funktioniert und habe mir gedacht, jetzt mache ich einen Cut. Dongle misst immer, ne? Ja, genau. Ja, genau, stimmt, ja, hat es ja dann auch noch gegeben, ja. Nee, ich bin gerade, glaube ich, abgeschafft. Auf Logic gewechselt, habe dann 1,5 Jahre circa mit Logic aufgenommen. Dann habe mich aber irgendwie Studio One angefixt und seitdem bin ich mit Studio One total happy. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, ja, aber ich bin jetzt so schnell auf Studio One, wie ich nie war und kann damit super flott arbeiten. Ja, und Version 6 ist ja jetzt wirklich nochmal ein Schritt nach vorne. Ne? Ich bin ja auch großer Freund von Studio One. Das Einzige, was mich an Studio One halt nervt, im Gegensatz zu Logic, weil ich von Logic komme und das in- und auswendig kenne, ist halt, dass du jedes Update wieder neu bezahlen musst. Mhm. Und bei Logic, das kaufst du einmal und hast dann Lifetime-Updates for free quasi. Ja. Ne? Also musst du nicht auf den nächsten Black Friday warten oder sonst was irgendwie, sondern ganz einfach weiterarbeiten. Ja, aber mit Studio One, klar, da ist dann, wenn du von Logic kamst, dann durchaus die Lernkurve wahrscheinlich auch nicht so hoch mehr gewesen. Ne? Relativ ähnlich, also ist relativ ähnlich. Ja. So. Ich finde es ein bisschen übersichtlicher, Studio One. Es ist ein bisschen irgendwie aufgeräumter. Ja. Ich komme schneller zurecht damit. Ja, tatsächlich gibt es so tatsächlich ein paar Features, die wirklich cool sind. Mhm. Logic holt immer wieder auch mal auf, was ist die ARA-Integration von Melodyne. Jetzt glaube ich, eine ganz neue Version aktuell, oder? Von Logic. Genau, 10.7.5 ist gerade rausgekommen. Mhm. Meistens auch spannend, mal zu gucken, wenn die Updates rauskommen, weil die dann so ein Artist-Content nochmal dabei packen. Haben sie jetzt dieses Mal nicht gemacht, aber da hast du, wir haben bei 10.6 war zum Beispiel eine komplette Billie Eilish-Session dabei. Das war wirklich fantastisch, da reinzuschnuppern und zu gucken, wie Phineas, ihr Bruder, das ausgearbeitet hat. Fantastisch. Genial, mal da reinzuschauen. Ja, ja, absolut. Das ist wirklich ein Deep Dive. Wie unsere Masterclass, die wir ja hier auch bei dir aufgezeichnet haben. Ja. Auch ein Deep Dive in einen Song von deiner aktuellen Band. Wie heißt die Band? Ultimates heißt die Band. Gibt es seit ungefähr 1,5 Jahren erst. Sind wir gerade im Aufbau, produzieren die ersten Songs und schauen wir, dass wir dann mal innerhalb der nächsten 6 bis 12 Monate auch mal die Bühnen der Welt betreten und das ganze Publikum machen. Ja. Ah, cool. Das ist also auch wirklich für Bühne ausgelegt. Ja, definitiv, ja. Ja, wenn du Lust darauf hast, auf das zu erfahren, was es mit den Ultimates auf sich hat und vielleicht auch hinter den Mix von Cool Breeze mal schnuppern möchtest, die Masterclass kann ich dir mal verlinken, da kannst du mal reinschauen und kannst dann wirklich stundenlang Andy beim Mischen zuschauen und wirklich von ihm lernen, wie er jeden einzelnen Fader geschubst hat, welches Plugin er benutzt hat. Bis in die Tiefe wirst du da alles erfahren. Link unten in der Videobeschreibung und wir sprechen gleich nochmal drüber. Bei den Ultimates spielst du Piano, also Synthesizer. Synthesizer, ja. Ne? War das dein erstes Instrument? Mein erstes Instrument war damals Keyboard. Ich glaube, da war ich in der 3. Klasse. Mhm. Richtig mit Lernen, mit Noten, mit allem? Ja, oder? Ich habe sogar noch ein Weihnachtsvideo von 1994, Yay. 95. Darf ich das einspielen? Wo ich mit so Hemd dastehe und so Anzughose und spiele dann so Udo Fröhliche. Also ganz, ganz lustig. Das heißt nicht Udo Fröhliche, das heißt Udo Fröhliche. Dieses berühmte Lied von Udo Lindenberg. Ja, Udo Fröhliche. Das war mein Einstiegsinstrument. Ja. Leider ist dann mein Keyboard-Lehrer weggezogen. Ach. Somit war das dann auch vorbei. Ich habe nur 1,5 Jahre circa Unterricht gehabt. Und dann war erst einmal vorbei mit Musik. Kannst du denn vom Blatt spielen? Oder musstest du das damals lernen? So, es ging um Songs lernen, aber jetzt nicht vom Blatt spielen. Ich habe so ein Notenbuch gehabt, halt mit Songs, wo man dann Schritt für Schritt arbeitet. Und das sind mal durchgegangen, so ganz klassischer Keyboard-Unterricht. Ja. Und ich kann mich aber schon noch erinnern, da war ich noch in der Grundschule und habe gerade so das Piano spielen gelernt und da habe ich schon die ersten Songs geschrieben. Ich habe sogar in diesem alten Grundschule habe ich in dem alten Pianoheft von mir, in diesem Lehrwerk, habe ich hinten sogar so Notizen mit Noten, wo ich meine ersten Melodien aufgeschrieben habe. Also mein erster Song, mehr oder weniger, den, wo ich jemals geschrieben habe, habe ich noch die original handschriftliche. Und hast du das immer übertragen, um zu gucken, was du damals gemacht hast? Oder? Ja, das geht so. Das war's.
Und das ist natürlich noch mit Rockgitarren am Keyboard unterlegt. Das war so. Genau. Klingt schon ein bisschen nach Hosen, können wir schon machen hier. Ne? Reicht, oder? Für ja, volle Pulle. Also Keyboard und dann waren die Tasten aber, warst du damit verheiratet oder hast du dich noch auf andere Pfade begeben, Schlagzeug, Saiten? Dann habe ich erstmal lang. nee, sowas habe ich nicht gelernt. Nee. Ich habe dann erst Jahre nichts gemacht, dann Skateboard gefahren, andere Sachen waren wichtiger. Wichtig, ja. Wichtig. Und dann ja. War man halt, wie gesagt, dann kam Rap auf und dann bin ich eigentlich voll in die Musik rein. Hab dann, also hast du die Basscap nach hinten gedreht. Die Hose nach unten gezogen. So. Ja, und dann ging es halt Jahre, 10 Jahre locker mit Rap, haben wir dann verschiedene Crews gebildet und Songs veröffentlicht. Aber du warst der MC, du warst dann... Ja, ich habe gerappt, so gut wie es ging halt, ne, also ich war jetzt nicht begnadet, aber es hat halt Spaß gemacht, man kann sich irgendwie ausdrücken, ne. Ja. Yeah. Und haben wir auch die ersten Auftritte gespielt, war eigentlich ganz cool. Kann man da gut an Mädels rumgekommen. Ich nicht. Damals war das noch nicht so wie jetzt. Ne? Heute sind die Rapper die coolen, damals waren es ein bisschen die Nerds, die ja, Rapper. Ne? So. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich hab gerade die Biografie von Will Smith zu Ende gelesen und sein Einstieg ist ja nun mal auch über den Rap gekommen damals mit seinem Homie Jesse Jeff, DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince. Yes. Ne? Und der Weg war tatsächlich auch, wo du wirklich denkst, der war wahrscheinlich erstmal so ein richtiger Freak, so ein Typ, der mit dem nicht alle klarkamen irgendwie. Ne? Und dann ja, aber spannend auf jeden Fall. Vor allem bist du ja dann quasi auch mit dem Rap groß geworden, der ja dann auch wirklich eine eigene Kultur geworden ist, wo man dann wirklich sagen kann, okay, das hat sich so etabliert, dass es heute nicht mehr wegzudenken ist aus der Musik. Ja. Definitiv, wenn meine, was weiß ich, also in Deutschland meine ich, aus England sowieso, natürlich, ne, aber in Deutschland, ja. Wenn meine Großeltern erzählen, so damals, wie die Beatles und so groß geworden sind, wie die Rockmusik aufkam. Deine Beatles sind Eminem. Ja, genau, kann man schon so sagen, 90er Jahre halt so miterlebt und halt den Rap halt groß werden sehen, so groß wie er jetzt ist, ist so heftig. Also das ist natürlich die dominierende Musik. Ja, und so facettenreich vor allem auch. Ne? Und ich finde am Rap halt auch faszinierend, dass der die Tür weit aufstößt, auch für Leute, die jetzt nicht harmonisches Verständnis haben, sondern oder keine Instrumente spielen können, aber sich durchaus trotzdem ausdrücken können, eben indem du Beats baust. Ja. Klar, wenn du dir Tutorials oder sonstiges anguckst von den großen Beatgrößen, die haben fundiertes Wissen in der Regel dahinter. Ja. Die wissen zu 100%, was die da machen und wo die hinwollen. Aber es ist halt eben nicht Grundvoraussetzung. Ne? Du kannst halt also auch einen Welthit produzieren, ohne dass du weißt, was C-Dur ist. Ne? Ja, definitiv. Ja. Als Rapper ist halt wichtig, dass du gute Texte hast, einen guten Flow hast. Mhm. Das ist so das Allerwichtigste. Das ist auch eine Kunst. Ne? Absolut. Ich bin ein großer Freund von der Kunst von Eminem, weil ich einfach diese Art und Weise, wie er es schafft, mit den immer wieder gleichen Wortbetonungen, die aber mit den immer gleichen Vokalen, die aber auf immer anderen Worten basieren, die einfach zu signalisieren, der wiederholt immer das gleiche Wort, aber erzählt in dem Fall eine komplette Geschichte, immer nur mit der gleichen Melodie, mit den gleichen Vokalen. Es ist faszinierend, wie viele Wörter dieser Mensch kennt, wie viele Wörter der in kürzester Zeit von sich geben kann. Und ehrlich gesagt, mein Sohn ist auch ein großer Fan von Eminem, auch von dem Tempo und so weiter. Ja. Und mal gucken, vielleicht wird er ja auch nochmal ein Rapper, keine Ahnung. Dann nehmen wir hier im Weinjahrstudio auf. Ja. Apropos Weinjahrstudio. Wir sitzen hier in einem wirklich wunderschönen Studio, das du dir wirklich lecker hergerichtet hast. Aber soweit ich weiß, hat das hier nicht immer so ausgesehen. Nee, es war früher, eine Hälfte war eine Garage, die andere Hälfte waren so alte Schuppen quasi. Ja, ich weiß nur den Tag, wo wir die ausgeräumt haben, da sind mir erstmal 3-4 Ratten oder Mäuse entgegengesprungen. Meine Frau hat höllisch gekreischt. Und hast du es sofort schon gesehen oder hast du erstmal gedacht, oh Gott, hier müssen wir erstmal viel machen, bevor ich meine Vision sehe? Ich habe halt das Haus übernommen von meinen Großeltern und da ist halt 15 Jahre lang nichts gemacht worden. Ja, das war halt einfach zugesperrt. Ja, ne? Da waren halt nur die ganzen alten Sachen drin. Ich habe das dann erstmal alles rausgeworfen, mehr oder weniger. Die ganzen Verschallungen von den Wänden gerissen. Ja. Einfach mal alles entkernt, mehr oder weniger. Dann mit dem Vorschlag haben wir die Wände rausgeschlagen, den Boden rausgestemmt. Also du hast keine Angst, mit dem Hammer auch mal die Wand einzuschlagen? Nee, macht ja Spaß. Ne? Das ist ja lustig, kann man ein bisschen austoben. Ja, nicht jeder Musiker ist so auch grobmotorisch begabt, dass er sagt, ja, okay. Ne? Das kriege ich hin, ich bin jetzt kein Handwerker, ne? Auf keinen Fall, aber sowas macht Spaß. Und das Planen hat mir extrem Spaß gemacht. Das glaube ich sofort. Das war super interessant. Also okay, wie viel Abende hast du gesessen und mit dem Bleistift rumgeschubst, wie es aussehen soll, wie es werden kann? Ich habe mir erst mal ein paar Bücher gekauft. Gibt es noch nicht so viel im deutschsprachigen Raum. Habe ein paar englische Bücher gelesen zum Thema Room-Akustik und so weiter. Habe mich ein bisschen eingelesen. Habe dann mit Hofer telefoniert. Die haben mir dann so einen kleinen Plan geschickt, was ich draus machen kann. Genau, die entwerfen auch Studios, wenn du denen die Maße überschickst. Ja, genau. Und, so, ne? Ja, genau. Und mit MW-Akustik, die haben diese Absorber gebaut. Die haben wir da auch unter die Arme gegriffen. MW, Walter, MW. Nicht MB. Ne? Nicht Markus Bertram-Akustik, genau. Sondern MW aus Berlin. Stadt? Aus Berlin. Und die haben dann diese Absorber gebaut, haben mir natürlich auch gesagt, wo soll ich was aufhängen, wie soll ich es ungefähr bauen.
mein Trockenbauer, der hat auch früher, haben die so Bandräume gebaut in Regensburg. Ach, cool. Wir haben so mehrfach komplex mit 10 Bandräumen in so eine alte Melzerei also reingebaut. Hat auch schon Erfahrung quasi. Der hat Erfahrung mit so ein bisschen Raum in Raum, Entkopplung, Akustik, Wände und so weiter, hat sich da ein bisschen schon beschäftigt. War dann natürlich auch ein bisschen Glücksfall. Ich habe jetzt hier kein Raum-in-Raum-Prinzip, trotzdem haben wir versucht, das so umzusetzen, dass so wenig Schall wie möglich raus und reinkommt. Ja. Bei mir ist jetzt nicht unbedingt notwendig, weil ich störe hier niemanden. Aber trotzdem will man natürlich, dass draußen nicht ganz so laut ist und dass nicht so viel reinkommt von den Autos oder von was ich gebe. Ja, vor allem reinkommt, ne? wenn Autos vorbeifahren oder irgendwas brummt oder sonst was, ist es schon ziemlich nervig, wenn das passiert. Ja. Ne? Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und wie lange hat dann die Bauphase tatsächlich gedauert hier von dem Studio? Also ich habe im Januar ungefähr angefangen, da habe ich erstmal alles rausgeschlagen. Ich glaube, dass man so im Juli circa fertig war. Oh, Respekt, das ging aber relativ zügig. Das ging zügig, ja. Ich hatte natürlich Helfer. Ich hatte eine Baufirma, die mir geholfen hat. Wir müssten Eisenträger zum Beispiel einziehen, damit das Dach auch im Winter hält. Ja. War ja nie gedacht, dass da mal wertvolle Sachen drin stehen. Also ja, stimmt. Elektriker und so weiter haben wir natürlich auch gebraucht. Ja. Und ja, aber das hat sich dann doch relativ schnell dann so entwickelt, dass ich dann bald die ersten Sachen aufnehmen konnte. Ja. Perfekt, und dann bist du jetzt quasi hier in deinem eigenen Bälle-Paradies und kannst spielen, wann immer du möchtest, ohne irgendeinem auf der Tasche zu liegen. Wie großartig. Das ist genial, weil es halt außerhalb vom Haus ist. Ich gehe hier rüber, bin hier alleine, habe meine Ruhe. Es gibt auch ein extra WC fürs Studio. Das heißt, wenn Künstler hier sind, die müssen dann nicht ins Haus laufen. Ja. Die gehen einfach darüber, können da aufs Klo gehen. Das ist komplett getrennt von meinem Haus. Ja, aber jetzt kommt die blöde Frage. Musst du davon leben? Darfst du davon leben? Nein. Ich darf davon leben. Das verbietet mir keiner. Wäre nicht schlecht, wenn du davon leben könntest. Ich würde gerne davon leben. Ich muss nicht davon leben. Das heißt, du hast noch einen Hauptberuf. Ich habe noch einen Hauptberuf, genau. Mhm. Was machst du? Ja, Lehrer. Ich bin Mittelschullehrer. Okay. Verbeamtet sogar und arbeite in Regensburg. Respekt. In Mittelschule. Ja. Also der Ring, den du trägst, ist aber von deiner Frau. Der ist nicht vom Staat Bayern. Ne? Ein Ring, ihn zu knechten. Das ist der Stromschlag, wenn ich mich im Internet schlimm aufführe oder so. Um Gottes Willen, ja. Mittelschule heißt dann, hast du ein spezielles Fach, was du gibst, oder gibst du Breitbandunterricht? Mittelschullehrer bist du eigentlich Klassenleiter, heißt, du gibst eigentlich die Hauptfächer. Mhm. Studiert habe ich Geschichte, Deutsch, Arbeitslehre und Sport. Mhm. Arbeitslehre, was ist das? Arbeitslehre ist so Mischung aus Wirtschaft und Technik, auch ein bisschen Berufsorientierung. Mhm. Genau in diese Richtung. Dadurch, dass die Mittelschüler ja mit 15, 16 die Schule verlassen werden. Das und ist so vergleichbar mit Realschule bei uns in Nordrhein-Westfalen so genau, ungefähr. Wobei die Realschule dann vielleicht doch mehr noch das Abitur vielleicht sogar noch anstreben. Die Mittelschüler gehen dann meistens doch in Beruf, machen eine Lehre. Machen dann eine Ausbildung. Genau, ja. Deswegen gibt es das Fach Arbeitslehre, Berufsvorbereitung, Berufsorientierung ist da viel davon. Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja auch Praktika wahrscheinlich, die gemacht werden und so weiter. Ja, super, aber das Konzept finde ich super, weil das bringt die Leute früh auch darüber nachzudenken, wo sie denn eigentlich hinwollen. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, wenn ich daran denke, also mein Bruder, ich habe ja Abitur gemacht, das heißt, ich musste nicht so früh arbeiten. Mhm. Mein Bruder kam halt aus der Schule raus und ist mit 15,5 auf seinem Mofa jeden Morgen um 5:30 schön zu seinem Beruf gefahren. Ne, durch die Kälte. Da habe ich ihn nicht beneidet um die ganze Geschichte, da bin ich ganz ehrlich. Ja. Weiß auch was raus geworden, von daher liebe Grüße mein Brüderchen an dieser Stelle. Alles gut, Emmy. Ja, cool. Aber das heißt, also du hast ja das Beste aus beiden Welten. Das heißt, du hast einen sicheren Hafen, in dem du dich bewegst. Sicherlich wird da ja auch eine Leidenschaft hinterstecken. Gibst du da auch Musikunterricht? Ich gebe auch Musikunterricht. Ich habe heuer sogar einen Musikproduktionskurs. Oh, wo als AG oder als Musikstudium? Ich habe also ein Musikfach. Ich gebe das Fach Musik in der 7., 8. Klasse. Mhm. Und jetzt bis Weihnachten machen wir quasi Musikproduktion. Ich habe für die iPads, bei uns hat jeder Schüler ein iPad, habe ich einen Koala-Sampler angeschafft. Okay. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist so eine App, wo du einfach mit dem Finger drauf drückst auf verschiedene Pads und du kannst dann aufnehmen. Also Hallo. Ach so. Oder Boom. Oder Tschack. Und dann können die diese Sounds, diese Samples manipulieren, pitchen, hinschneiden, loopen und können dann quasi wie bei der MPC dann eigene Beats bauen. Großartig, das geht also heutzutage. Ich hätte gedacht, man haut den dann irgendwie so üblicherweise GarageBand drauf und dann ist auch drauf, sieh mal zu, wie weit du kommst. GarageBand ist halt so sehr overwhelming für den Anfang. Ja, deswegen, da kam ich nämlich drauf. Ne? Und das, der Zugang sollte ja möglichst einfach sein, eigentlich zu sein. Ja, die machen da coole Sachen. Die schicken mir das dann per Airdrop, das kann ich dann mir sogar anhören am Handy und so weiter. Ja. Die freuen sich natürlich auch, wenn sie sowas mal machen dürfen. Und du bringst halt Kinder, die kein Instrument spielen können, die keine Noten lesen können, sofort zum Musik machen. Ne? Einfach nur mit deinem Mund oder mit einem Stift oder mit einer Glasflasche, wo du dagegen haust. Ja, und du kannst eine Leidenschaft wecken, von der sie vielleicht gar nicht wussten, dass sie hatten. Ne? Ich habe so zwei, drei Talente, wo ich sage, hey, Wahnsinn, was die da bauen, ist echt wahnsinnig kreativ. Ja. Also unglaublich.
Ja, faszinierend. Wie bewertet man das dann? Ich meine, wie vergibt man dann Noten? Ich meine, das ist. Also ich habe es jetzt so gemacht, dass ich Kriterien aufgestellt habe. Mhm. Euer Beat muss, sagen wir mal, 8-Takte-Loop sein. Mhm. Er soll entweder Techno oder Hip-Hop sein. Techno habe ich halt dann verlangt vor on the floor, Hip-Hop halt dann Swing-Faktor. Hast du aber natürlich vorher erklärt, was das ist. Ja, ja, klar, also, mit Hefteinträgen, ja, ganz klassisch, ja, und so, ja, weiter. So, was ist ein vor on the floor? Wir lernen vor on the floor. Ja, Swing-Faktor einstellen, BPM, was ist ein Loop, ja, wie spiele ich Töne chromatisch und so weiter, mhm, dann. Und dann bauen die halt was. Ich habe ein paar Kriterien, was ich gerade gesagt habe, will ich haben. Ich will, sagen wir mal, 5 Rhythmuselemente, mhm, und ich brauche noch eine Melodie und vielleicht noch ein paar Vocals drauf. Ja. Und dann spielen wir dir das vor, erklären Schritt für Schritt, wie haben sie das gemacht. Ja, ich habe das aufgenommen, indem ich aufs Tablet geschlagen habe mit der Hand so und habe das dann runtergepitcht und so weiter. Und ja, dann großartig, erklären halt die Schritt für Schritt, wie haben sie das gebaut. Ja, aber jetzt die Frage, musst du als Proof of Concept oder Proof of Work, ja, musst du auch ein Beat machen? Ja, klar, also, ja? Also macht dir voll Bock. Ich mache das jetzt dann auch als Lehrerfortbildung. Ich wollte gerade sagen, du hast ja quasi in zweierlei Hinsicht dein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, das ist ja, ja, faszinierend. Ja. Stimmt, ja, ja, definitiv. Großartig. Jetzt nehmt ihr hier eigene Musik auf mit den Ultimates. Und ihr seid eine klassische Besetzung, klassische Bandbesetzung, mhm, mit Schlagzeug, Bass, eine Gitarre, zwei? Eine Gitarre. Eine Gitarre. Und Sängerin, mhm, und, ja, jemandem, der die Tasten drückt und die Produktion macht, das bist dann wohl du. Genau, genau. Ja, also genau. Ich fange an, die Songs zu schreiben, schreibe eigentlich die meisten Songs selber, mache die Skizzen, nehme die am Handy auf, ganz billig, irgendwie in schlechter Qualität, ja, spiele mit der Gitarre oder mit dem Klavier. We know, we know. Auch mit Quatschtext und so? Quatschtext, Fantasiesprache, oftmals krümmen sich die anderen, aber nicht die wurscht, ich habe da wirklich keine Scham, ich schicke das einfach raus und die müssen sich das anhören, aber ihnen gefällt es jedes Mal, ich bin immer, ja, voll happy, dass jeder mitzieht. Ist ja auch cool, wenn du Bandmitglieder hast, die das sofort umsetzen wollen. Ja, die sagen, hey, das die da sofort cool, Bock, ne, drauf haben, genau. Und dann treffen wir uns im Bandraum, einmal in der Woche proben wir hier, auch im Studio, und gehen dann, also die Songs an. Richtig klassisch, richtig Probe, so da, richtig, was Probe, weiß ich, Donnerstag 19 Uhr, genau, habt ihr hier zu sein. Morgen so. 19 Uhr ist Probe. Okay. Bier steht kalt, oder wie? Bier steht kalt, allerdings haben wir recht viel Nicht-Alkoholiker und Vegetarier in der Band, das war jetzt keine, ja, was, Voraussetzung, wo ist, hat denn sich da so der ergeben, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll gibt es nicht bei mir, das ist harte Arbeit. Okay, alles klar, aber es ist schon, also ich persönlich finde, das ist ja der bessere Kegelclub, ne? Also sich mit seinen Homies zu treffen irgendwie und ein bisschen Musik zusammen zu machen, ein bisschen Krach zu machen, ja, und einfach mal ein bisschen abzuschalten. Ne, klassische Bandprobe. Wir verteilen sich hier im Raum, im E-Drum proben, mhm, wir. Ich stehe da hinten im Eck bei den Synthes. Sängerin hat ein Mikro, Camper angesteckt und los geht's. Ja, ja. Mit In-Ear-Monitoring oder, nee, oder mit, über die Boxen? Nee, wir haben Monitorbox für die E-Drums, ja, klassischen Würfel am Boden. Synthesizer über die Lautsprecher, E-Gitarre über Lautsprecher und, ja, Bass über den Bassamp. So beides. Ich will jetzt die kleinen Monitore hier auch nicht überlasten mit dem Ganzen. Ja, ja, stimmt. Ja. Aber es funktioniert. Ja, vor allem, wenn das unprozessiert ist, dann, ja, dann geht, genau, so eine Bassdrum schon mal ein bisschen durch. Ne? Aufpassen, mhm, ich will das Zeug nicht hier zusammenschießen. Es ist halt kein Proberaum hier, eigentlich ein Studio. Ja. Aber mit dieser Band kann man das machen, weil die alle sehr diszipliniert sind, sehr rücksichtsvoll sind. E-Drum ermöglicht natürlich alle Möglichkeiten. Ja, wobei beim E-Drum, ich habe gerade gesehen, da hinterm E-Drum stehen, mhm, echte Becken. Wie, ja, geht das zusammen? Wir haben ja so Silent-Becken, sind so Siljan-Silent-Becken, mhm, die klingen, naja, jetzt nicht gerade toll, aber damit kann der Drummer dann spielen. Ja. Vom Spielgefühl sind die natürlich ähnlich, denke ich jetzt mal, von, ja, dem, was normale Becken machen. Ja. Sind halt deutlich leiser und die Trommeln kommen dann quasi durchs Modul vom genau, ja, vom Roland. Da hat er dann Kopfhörer auf der Drummer wahrscheinlich. Ach nee, du hast gesagt, nee, Monitorbox, genau, auf der Seite. Hat, ja, aber zusätzlich auch noch kleine In-Ears drin. Ja. Okay. Genau. Und wenn ihr Musik aufnehmt, seid ihr dann konsequent auf dem Klick oder spielt ihr erstmal so nach Bock? Oder? Drummer hat immer einen Klick drauf. Immer einen Klick. Immer einen Klick drauf. Also ich habe gute Leute erwischt, die sehr diszipliniert spielen. Der Drummer, der spielt schon immer mit Klick, der spielt nie ohne Klick. Ach, guck mal. Das ist toll. Mhm. Das finde ich super. Also absolut, ja. Wir haben keinen Klick. Ich finde das aber die bessere Lösung, wenn man sich einfach nach dem Drummer richtet, ja, ja, weil der Klick halt doch einfach sehr ablenkt. Ja, und der Drummer ist halt auch A dran gewöhnt und B, ja, ist ja, genau, nochmal das Zentrum, genau, der Kapelle, ne, wenn sich alle an ihm orientieren. Ja. Also der spielt mit Klick und der Rest spielt dann auch ein Drummer, ja, quasi. Du nimmst aber auch andere Bands hier auf, mhm, oder gibt es irgendwie eine Beschränkung beim Genre? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, also es gibt Sachen, wo ich nicht mache. Metal, solche Sachen ist jetzt eher nicht meins. So diese, also, harten Sachen, da fühle ich mich einfach nicht so wohl. Höre ich ja privat nicht, also kann ich es auch nicht mischen. Ja gut, wenn du da nicht zu Hause bist, könntest du es maximal recorden, aber mischen definitiv, genau, nicht, ne? Nee, definitiv. Gerade Metal ist ja doch nochmal eine Kunst für sich selber. Absolut, in jedem Belang. Ne? Wobei man mit dem Drumset,
Doppelmaschine dran und dann mal gucken. Ich habe es nie gemacht. Es kommen aber auch keine Metal-Bands zu mir. Ich meine, man sieht ja schon dem Studio an, was ist es für ein Studio. Ja. Allein durch die Farbgebung, durch die Atmosphäre, die hier herrscht. Ja, aber das Fantastische ist ja, dass du, was du gerade sagst, und dass du hier wirklich Wohlfühl-Feeling hast. Wohlfühl-Feeling. Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl. Ne? Naja. Nee, aber wirklich den Wohlfühlcharakter hier unterstrichen hast, dass man wirklich hier reinkommt und denkt so, oh, hier fühle ich mich wohl. Mhm. Machst du auch, das ist jetzt mal eine provokative Frage, machst du auch Kindergeburtstage hier? Habe ich zweimal schon gemacht, ja. Echt? Ja. Und wie war das? Beim ersten Mal haben die Kinder lieber im Garten spielen wollen draußen. Ja, okay. Ja gut, wenn man die mitliefern kann, ist das schon mal gut. Ja, beim zweiten Mal waren die voll dabei, also die haben dann wirklich, waren voll motiviert, sind da alle gesessen. Ich habe dann auch ein bisschen so Buffet und so aufgebaut. Ja, ja. Ist jetzt nicht, also ich werde das jetzt nicht irgendwie groß oft machen wollen. Mein Ziel ist so, dass ich mich in der Musik irgendwie nach oben arbeite, ja. und mit Künstlern arbeite. Mei, es waren halt jetzt Bekannte aus dem Dorf, wo man sagt, klar, machen wir das, ist mal lustig. Aber ich will jetzt hier keine Junggesellenabschiede, keine Kindergeburtstage. Ja, ja, eben, da gibt es ja viele Studios, machen, die damit eben auch über die Runden kommen müssen teilweise. Ne? Ja, aber ja. Das muss ich Gott sei Dank nicht machen, weil ich mein Hauptbrot mit meinem Lehrerberuf verdiene. Ja. Ich suche mir mehr und mehr meine Sachen aus, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Ja, Luxus. Weil viele Aufträge sind halt auch einfach kontraproduktiv. Ja, aber nimmst du denn dann auch, wenn deine Leidenschaft ja aus dem Rap kommt quasi, hast du denn Rap-Bands hier aus der Umgebung, die dann bei dir aufnehmen? Ja, weil das ich ist sagen, ja bei dir richtig. 50% Rap, 50% Indie, Pop, Rock, so in die Richtung. Ja, 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 Indie, Pop, Rock. Gibt es noch einen anderen Pop, Rock heutzutage? Ich meine, das ist doch alles irgendwie Indie. Punk Rock aktuell. Stimmt, ja, aktuell nehme ich so eine Punk Rock Band aus Regensburg auf. Aktuell, ja. Also hast du eine Punk Band hier gehabt? Ja, letzte Woche erst am Montag kommen wieder welche, also mache ich auch, ja. Okay. Das ist aber auch wieder so moderner Punkrock mit Rap drin und so ein bisschen Richtung Kraftklub, so in diese Richtung, dieser ja, moderne Deutsch. Ja, gibt es da denn mittlerweile noch Grenzen, die nicht sowieso schon alle verschoben, ja, ja, oder verschmiert sind? Irgendwie das genau, geht ja mittlerweile alles. Also wenn ich mir alte Punkaufnahmen von uns anhöre, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was heute als Punk verkauft wird. Genau, ne? Exakt, ja. Naja, damals der stille Tod von Billy Joe Strummer, als er als Kommerz tituliert wurde und darüber fast kaputt gegangen ist. Ja, tut mir okay, leid. Die meisten erfolgreichen Punk-Songs sind nun mal Pop-Songs mit harten Gitarren. So, von harten Jungs, mehr oder weniger. Ja. Ne? Nimm den toten Hosen die verzerrten Gitarren weg und du bist bei Karl Moik. So. Ja, funktioniert da aber auch. Sehr gut. Ja, sehr schön. Und wo geht es dann hin für dich perspektivisch hier? Hast du Pläne, also wohl beruflich, sagen wir mal, mehr den musikalischen Bereich auch im Entertainment, also in der Schule auszubauen? Oder schon irgendwann mal so deinem Herz der Musik zu folgen und zu sagen, oh, wäre schon geil, wenn ich hiervon leben könnte? Also ich versuche mir treu zu bleiben und ich versuche, dass ich das, was ich, die Vision, die ich hatte, als ich das Studio gebaut habe, dass ich das nicht verliere. Ich will jetzt nicht irgendwie mich in 3 Jahren wiederfinden und Sachen machen, die ich eigentlich nie machen wollte. Ja, ich weil du so musst. Genau, weil ich es brauche oder weil ich es muss oder weil ich irgendwie nicht aufpasst habe, ein paar Mal falsch abgebogen bin und jetzt auf einmal irgendwo drin bin, wo ich mich gar nicht wohlfühle. Ne? Ich will jetzt nicht irgendwie nur Punkrock-Bands aufnehmen, das ist ja nicht meins. Also ich will eigentlich schon meinen Weg gehen, ganz oder gar nicht, und schaue, dass ich da straight durchkomme. Mein Ziel ist, dass ich halt nach und nach immer noch an größere Künstler rankomme. Viel Arbeit, also ich hätte schon gern einen größeren Output noch. Mhm. Natürlich bei gleichbleibender Qualität, aber ich finde es immer schön, wenn hier was los ist. Ich liebe das, wenn am Wochenende hier die Bands sind, wenn hier eine Party gemacht wird, wenn hier Leute sind und es lebt hier einfach im Studio was. Ne? Das ist einfach ein tolles Gefühl. Ja, es ist einfach so eine kreative Umgebung zu haben mit so vielen Leuten, die einfach am selben Strang ziehen. Das ist schon wirklich. Und du wächst halt da sofort rein. Du bist ja dann in dem Moment Teil von der Band. Ne? Wenn eine Band kommt, bist du einfach das Mitglied. Da bist du halt der fünfte Beatle. Ne? Dann machst du mit Produktion, entscheidest da teilweise so. Ich wollte gerade sagen, wo siehst du dich denn da? Siehst du dich da als Recording-Engineer? Siehst du dich als Mix-Engineer? Siehst du dich als auch Produzent? Gibt es da heutzutage noch klare Rollen? Phasen, es sind immer Phasen. Also die viele Künstler, die kommen, die wollen, dass ich aktiv mitrede. Die erlauben mir sehr viel mitzureden. Mache ich dann auch. Also die sind ja auch dankbar, dass ich denen helfen kann. Ja, wann kriegst du schon mal frisches Feedback, außer von Mama, die dir sowieso immer sagt, dass es super ist, was du machst. Ne? Gerade Rapper, die am Anfang vielleicht noch ein bisschen Probleme haben mit Flow oder mit Pausen setzen, mit Wörter aussprechen. Ja. Gesänge, einfach nochmal drüber schauen, wo kann man noch ein bisschen mehr rausholen. Also oft sagt man, ich hole aus jedem Künstler das Beste raus. Die gehen oft und sagen, wow, also ich habe noch nie so gut Gitarre gespielt oder noch nie so gut gesungen. Ja. Das ist dann
die Arbeit in dem Moment vom Aufnehmen. Da schaue ich halt, dass ich denen so gut wie möglich helfe, dass die wirklich in dem Moment das Beste abliefern. Ja. Dann schlüpfe ich aber wieder in die Rolle von Editing-Engineer, wo ich dann einfach alleine hier hocke, schnippel das ganze Zeug. Das vielleicht auch genießt, deine Ruhe hier zu haben? Ja, oder, natürlich. Oder ist das auch schön, ja. Editing ist jetzt nicht die Sache, wo ich genieße. Das ist wahrscheinlich das, wo ich am ersten outsourcen würde. Mhm. Aber das machen übrigens alle Mischer, ne? Sobald sie erfolgreich werden, haben sie einen Assistenten, der die Sessions vorbereitet. Ist aber richtig so, weil du bist ja dann schon mal 10 Stunden vielleicht mit dem Editing beschäftigt. Was ist denn die Vorbereitung, die du dann machst tatsächlich? Weil einige Leute sagen, ja, dann habe ich die Spuren und dann werden die halt gemischt. Und andere Leute machen sich wirklich die Mühe, in die Vocals einzusteigen, ins Vocal Tuning, ins Editing da, auch die Timing-Korrekturen zu machen und so weiter. Und Sachen, auch Dynamik-Korrekturen schon vorwegzunehmen, entweder händisch oder mit Melodyne oder womit man auch immer die Anpassung macht. Wie weit gehst du da? Weil das muss ja, also du musst jetzt nicht wirtschaftlich sein hier, weil es dann ist ja, so, ne? Aber trotzdem macht es ja keinen Sinn, an einem Mix irgendwie allein 10 Stunden im Editing zu sitzen, wenn es nicht dein eigener ist. Ne? Also ich versuche, jeden Mix so gut wie möglich zu machen und ich versuche, dass jeder Mix der beste ist, den ich gemacht habe. Also ich habe einfach den Anspruch irgendwie an mich selber und dadurch, dass ich halt wirklich nach oben kommen will, irgendwie über kurz oder lang, will ich einfach, dass das so gut wie möglich ist. Also ich gebe mir da schon sehr viel Mühe. Das heißt, Mindestlohn ist erstmal egal, Hauptsache der Mix ist der beste. Umgerechnet wird wahrscheinlich der Mindestlohn stark sinken, ne? Aber mei, also man macht sich ja dann im Mixing nur Probleme, wenn man es nicht gescheit editiert. Ich bin da voll bei dir, weil ich bin auch dahingehend orientiert, dass ich sage, hinterher steht ja mein Name drunter, also wer hat es gemischt. Es muss halt nach dem Editing so klingen, dass ich es eigentlich schon veröffentlichen könnte und es sind keine Fehler mehr drin. Ja. Man hört keine Fehler, die Töne sind da, wo es sein sollen, Knackser und so weiter sind draußen, das Drumset ist tight. Ja. Das beziehst du aber auf Sachen, die du hier aufgenommen hast. Ne? Ja, ja. Wie machst du es, wenn Sachen an dich rangetragen sind, wo du denkst, pff, da muss ich mindestens 10 Stunden ins Editing reinstecken? Ja. Habe ich da Bock drauf oder habe ich da nicht Bock drauf? Lehnst du auch schon mal Sachen ab? Ja, klar. Letztendlich ist es halt immer die Frage der Kommunikation. Du musst halt da mit dem Künstler reden und sagen, hey, oh, da werde ich aber nochmal 5 Stunden mehr brauchen, dementsprechend auch mehr verlangen müssen. Mhm. Und dann redet man halt einfach mit dem. Manchmal machen die dann das Editing auch selber nochmal besser. Ich sage halt dann, bitte schneid nochmal die Drums oder spiel nochmal die Gitarre ein oder kannst hier nicht nochmal eine zusätzliche Doppelung machen für die Vocals. Ja. Ich versuche halt immer ein bisschen zu coachen. Ja, das Problem ist halt, manchmal auch, dass man überhaupt gar keinen Zugang findet, weil da der Verständnislevel noch gar nicht da ist. Und dann steht man natürlich vor dem Problem, wo man denkt, ich werde diesen Mix nicht gerade biegen können. Es wird mir schwer fallen oder so. Aber gut, da kann man entscheiden, wie man seine Zeit einteilt oder wie man sie vergeben möchte oder wie man auch nicht. Ne? Passiert aber relativ wenig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also eigentlich schon das meiste Zeug, das ich hier angeliefert bekomme, ist eigentlich gut. Ja. Und das, was ich hier aufnehme, ist ja dann eben meine eigene Verantwortung. Das ist dann, denke ich mal, auch dementsprechend in Ordnung, ja. Das heißt aber, dass für dich dann auch, wenn ihr hier aufnimmt, bist du natürlich für Sessions irgendwie auf abends oder auf Wochenenden abonniert, ja, ne? Unter der Woche abends und am Wochenende nehme ich auf, ja, genau. Ja. Und mischen halt dann meistens unter der Woche abends, wenn die Kleine im Bett ist, dann komme ich hier meistens nochmal rüber und mische dann einfach nur zu. Apropos Kleine, wie viel Zeit hast du denn für die Familie dann überhaupt noch, wenn du einen Hauptberuf hast mit 30, 40 Stunden, die du als Lehrer bestimmt arbeitest, hier wahrscheinlich auch nochmal 30 Stunden verbringst, dann muss man irgendwann ja auch nochmal schlafen und irgendwo ist die Familie auch noch. Ja, du bist zwar nebenan, aber du bist ja nochmal nicht da. Ich versuche, es gibt ja auch viele andere, die erst um 6 von der Arbeit heimkommen, dann total fertig sind und dann einfach auch nicht mehr ansprechbar sind. Auf dem Sofa einpennen. Und ich bin aber trotzdem immer daheim. Ne? Mhm. Ich bin immer greifbar für meine Familie und ich gehe viel wandern mit meiner Tochter. Ich mache bestimmt mehr, als viele andere Väter mit ihren Kindern machen. Also vor allem die Gegend ist ja wunderschön hier. Ja, also ich bin da auch sehr gern dabei. Ich hole sie auch gern vom Kindergarten ab und mache Puzzle mit ihr und ich schaue natürlich auch, dass ich es hier öfters mal reinhole, dass wir hier schon ein bisschen so musikalische Früherziehung machen. Ja, so. Und spricht sie drauf an? Ich frage, weil meine Kinder interessiert das 0, gar nichts. Nee, doch, die können dafür andere Dinge. Sie hockt gerne hier hinter der Kamera am E-Drum und haut dann rum, hat dann so die Kopfhörer auf und spielt dann irgendwie zu Schmetterling, du kleines Ding, spielst dann die Snare Drum. Schmetterling, du kleines Ding, Doppel Bass Jump. Ja. Ansonsten Klavier drüben, im Haus haben wir so ein echtes Klavier. Ja, das ist natürlich toll, ne? Da ist der Zugang so gering, ne? Du direkt drückst Taste, Ton, bitteschön. Ne? Viel Musik hören,
Sie ist auch immer beim Referenzhören dabei, wenn ich Auto fahre. Oh, sehr gut. Also sie hört dann quasi die Mischungen, bevor sie von anderen gehört werden. Ja. Sie ist erst 3, sie kriegt das nicht mit. Aber ich versuche halt so einen Lifestyle, so eine Freude an der Musik zu vermitteln. Wie ich es auch bei meinen Schülern mache. Ich mache es in der Schule nicht anders. Ja. Ich mache da nicht 100% nach Lehrplan. Ich gehe jetzt da nicht jedes einzelne Ziel ab vom Lehrplan. Ja. Das Hauptziel ist, bring die Kinder die Freude an der Musik bei. Wenn du eine Lust und eine Leidenschaft in den Kindern wecken kannst, genau. Ne, dann hast du mehr, wenn du die anzünden kannst, dann ist mehr kannst du nicht erreichen. Selbe im Sportunterricht. Die sollen sich bewegen, die sollen Spaß haben, wenn sie sich bewegen. Die müssen jetzt nicht hier am Barren einen Flickflack machen. Ja, es gibt aber auch Kinder, die haben da gar keinen Spaß dran. Ne? Das ist natürlich, also es gibt auch Kinder, die haben an Musik auch gar keinen Spaß oder die haben keinen Zugang zu Musik, die muss es ja durchaus auch geben. Ne? Dann ist es ja voll in Ordnung. Ich finde, solange irgendjemand wirklich was hat, wo er aufgehen kann, ist das egal, was er macht. Ob das jetzt malen ist oder was weiß ich, nähen oder sonst irgendwas. Ja. Hauptsache, man hat halt eine Leidenschaft, wo man sagt, da kann man sich irgendwie verwirklichen. Ja, selbst Schach oder Bücher sind eine Leidenschaft, die dich tief reinziehen können, auch wenn sie sehr viel leiser sind als unser Hobby hier oder unser, wie nennt man das, unser Hobby, Beruf, Berobby? Das ist der Mix aus Hobby und Beruf. Ja, definitiv. Du arbeitest mit Studio One, hast du gerade gesagt. Hast du auch einen hybriden Ansatz, sowohl beim Aufnehmen als auch beim Abmischen? Nutzt du Outboard? Ja, ich nutze Outboard. Ich nutze Outboard beim Aufnehmen aktuell weniger. Ich habe lange Zeit über so ein Gold Mic Preamp aufgenommen von SPL oder den SPL. Eins oder zwei? Den Einser. Den habe ich auch noch im Rack. Ja, genau. Dann hatte ich diesen Channel One von SPL, auch sehr, sehr lange, wo man da so ein bisschen komprimieren konnte. Das ist quasi schon der Standard, ne? Der Channel One. Ja, cooles Teil, auch relativ viel für 500 Euro kriegt, also top. Also Channel One, nicht der Track One. Der Track One ist der 1HE, sondern der Channel One ist der 2HE mit der Röhre drin. Genau, ja. Ist ja quasi ein All-in-One-Tool, ne? Genau, super Teil. Jetzt mittlerweile aber nimmer habe ich verkauft, weil ich jetzt weitestgehend über so ein Townsend Labs 4 Mikrofon aufnehme und da brauche ich ja 2 Kanäle. Ah, okay. Ja, stimmt. Deswegen ist ein Kanal. Und dann gehst du mit dem Townsend Mikrofon, das ist das 422 oder welches ist das? Oder LD22 oder wie heißt das? Labs L22. L22, ja. Genau. Dann gehst du da mit 2 Kabeln quasi in das Universal Audio, in die Apollo rein. Genau. Und da läuft eine Software. Genau, da läuft dann meistens noch ein Unison Preamp, Neve oder sowas. Und dann wird das quasi auf diese Software geroutet. Ja. Und da kann ich mir dann im Nachhinein oder beim Aufnehmen halt verschiedene Mikrofone durchklicken, Richtcharakteristika ändern, Nahbesprechungseffekt anpassen und so weiter und so fort. Ja, super. Ich freue mich schon drauf, weil ich habe das auch auf dem Plan, das L22 mit meinem Freund Jan Löchel aufzunehmen. Ja. Und dann bin ich mal sehr gespannt, weil ich habe die Slate-Variante, also auch mit diesem virtuellen Ding, aber die funktioniert halt nicht so divers und technisch nicht so aufwendig. Ich sage nicht hochwertig, sondern ich sage aufwendig, weil beim Sphere sind, glaube ich, 2 Kapseln drin verbaut, eine vorne, eine hinten. Genau. Und beim Slate ist ja nur eine Kapsel und dann kommt halt die Software dazu. Ne? Genau. Ja. Ja, ich hatte beide. Ich fand das Slate auch toll. Für den Preis ist das wirklich ein gutes Mikrofon. Genau. Ne? Das Lab Townsend finde ich jetzt nochmal besser, ist nochmal ein bisschen plastischer, man hat nochmal mehr Möglichkeiten beim Nachbearbeiten. Deswegen nutze ich das aktuell sehr gern. Ich habe noch ein Mikrotec Gefell M930, das nutze ich auch sehr gern. Und ansonsten, ganz viele andere Schlagzeugmikrofone oder sonstige Sachen. Die dynamischen Basics wahrscheinlich, ne? Ja. Ja gut, aber mit dem Sphere bist du wahrscheinlich auch gut abgedeckt, wenn du, wie viele Mikrofone braucht man heutzutage für einen Sänger 1? Für einen Gitarristen. Kommt halt darauf an, was ich mache. Also ich mache ja Live-Recordings, da brauche ich dann schon mal 10 Mikrofone, 15 Mikrofone, da geht es dann so ab. Das heißt, du fährst auch raus und nimmst Bands im Probenraum auf? Nee, hier, oder auf hier live. Achso, hier live. Hier live. Entschuldigung. Ja. Ja klar, Haken im Kopf. Ja, klar. Aber externe Recordings machst du dann nicht? Nee, bis jetzt nicht. Also würde ich vielleicht gerne auch machen mal, aber bis jetzt kam es noch nicht dazu. Ja. Aber wäre mal interessant, Das ist auch eine spannende Geschichte. Einfach mal einen anderen Raum aufzunehmen, wäre schon mal interessant, ja. Ja, absolut. Open Air ist spannend, weil du hast keine Raumreflexion in den Aufnahmen. Komplett trocken. Ja. Wirklich spannendes Ding. Also Hybrid. Ich sehe hier hinter mir steht der SSL Fusion. Fusion, genau. Den habe ich jetzt schon in mehreren Studios gesehen. Ich persönlich habe den noch nicht benutzt. Ich weiß noch nicht mal, was er macht irgendwie. Was macht er? Der macht Dinge schön. Nee, der macht schwarz-weiße Dinge bunt. So. Alter, mehr muss er ja nicht können. Er muss ja danach besser klingen als vorher. Das ist das Ziel. Also er macht sich nur lauter, schickst du rein und stellt sofort instant fest. Irgendwie ist er hat verschiedene Stufen, er hat verschiedene Abteilungen, sage ich jetzt mal. Ja. Das erste ist ein Input-Gain. Dann hast du ein Transfer. Ist der Mono oder Stereo?
Der ist Stereo. In-Gen-Stereo, ja, okay. Ja. Dann hast du einen Saturation-Knob, da kannst du ein bisschen Färbung reinfahren, auch verzerren, ja. Schon mal ein bisschen das analoge Wärme reinbringen. Geschmack an Vogel. Genau, und dann kommt ein Equalizer, einmal für die Tiefen und einmal für die Höhen. Ja. Also einmal nur mit zwei Knöpfen. Ne? Also kannst du die Höhen nochmal anheben, ja. Und die Bässe nochmal anheben. Also Shellfilter quasi. Genau, ja. Genau. Mhm. Aber sehr musikalisch klingend. Das nächste ist dann ein High-Frequency-Kompressor. Mhm. Also ein Kompressor, der nur auf die hohen Frequenzen anspricht. Nochmal so zum Abrunden von einem Mix oder von einem Drumset, ja. Wo man nochmal ein bisschen diese harschen Frequenzen rausnehmen kann. Mhm. Genau, ganz toll. Also klingt wirklich toll. Aber ist das dann ein Teil für einen Bus oder nimmst du das? Ich nehme ihn eigentlich für verschiedenste Sachen her. Ich nehme ihn sogar für Vocals her. Okay. Ich nehme ihn her für Drums. Ich nehme ihn her für Synthesizer. Einfach mal ein Synthi-Pad durchlaufen lassen, ein bisschen die Höhen reindrehen. Die letzte Stufe, die er nämlich hat, ist ein Imager, wo du quasi die Stereobreite erhöhen kannst. Mhm. Und das ist natürlich auch toll auf Pads. Das ist natürlich immer gut, ja, genau. Und dann hat er noch so einen Transformer im Ausgang drin, den man noch dazu schalten kann. Ja, Respekt. Also du kannst hier mit, sagen wir mal, ich brauche 3 Minuten, stell die Dinger kurz ein und es klingt dann auch einfach halt nochmal cooler. Ne? Also das Schöne an diesem SSL Fusion ist, dass du einfach mit wenigen Handgriffen ganz, ganz schnell zum Ziel kommst. Mega, ja. Das ist aber der Nachteil in Anführungszeichen ist, es ist Outboard, ne? Das heißt, Outboard ist. Du musst halt dann quasi linear arbeiten, ja. Und nicht so wie wir sonst in den DAWs arbeiten, mal hier ein bisschen, mal ein bisschen, da ein bisschen und ein Total Recall. Gut, du printest wahrscheinlich dann die Spur direkt, wenn du fertig bist mit Einstellen, ne? Je nachdem. Also es gibt ja 2 Ansätze, entweder gleich printen oder wenn ich jetzt weiß, ich nehme es in dem Mix nur für den Drumbus her, dann lasse ich ihn auch immer live mitlaufen. Ja. Also ich kann halt dann nur an einer Instanz nutzen, ne? Das hat den Nachteil. Ja, das ist genau. Dann das muss man sich halt entscheiden, wo setze ich ihn ein, aber am Drumbus ist er meistens immer goldrichtig. Und auf dem Masterbus? Auf dem Masterbus, wie gesagt, den lasse ich ja frei. Meistens lasse ich auf dem Masterbus eigentlich nichts drauf. Ich mische komplett Masterbus frei. Also das ist aber natürlich auch ein Masterbus. Ein freier Ansatz quasi. Die meisten machen so den finalen, also eher so diesen Top-Down-Gedanken. So, ja. Ich haue schon mal alles, was lecker ist, irgendwie auf meinen Masterbus raus und mische dann da rein. Du bist komplett nackig auf dem Masterbus. Komplett, completely naked. Höchstens mal ein Analyzer oder so ein Vergleichs-Plugin, wo man mit einem anderen Mix quasi das vergleichen kann. Aber wie kriegst du es dann laut? Laut kriege ich es, indem dass ich es zum Mastering schicke und der Mastering-Ingenieur mir das dann mastert. Du bist ein Feinschmecker. Es ist halt einfach so, dass wenn nochmal jemand drüber hört, der auch das beruflich macht oder professionell macht, der hört nochmal mit einem komplett anderen Ansatz drüber, nochmal komplett unvoreingenommen. Der hört sofort, wenn vielleicht irgendwo doch noch ein kleines Problem ist und bringt den Song dann dahin, dass er wirklich konkurrenzfähig ist. Ich bin ein riesen Fan von dem Ansatz, weil tatsächlich ganz, ganz viele Leute, die ihre Musik selber aufnehmen, wirklich Unmengen an Zeit mit Plugins auch Geld reinstecken, Aufwand und so weiter und so fort und dann am letzten Schluss diese 100, 120, 150 Euro, ich weiß nicht, was Mastering bei dem oder dem Mastering-Ingenieur kostet, die nicht mehr aufbringen wollen und da dann am finalen Schliff sparen. Und ich finde dann immer, wenn du doch 100% schon in deine Musik reingesteckt hast, dann mach doch die letzten, oder wenn du 95% reingesteckt, dann mach doch die letzten 5% auch noch, wenn du schon weißt, dass es ein Welthit ist. Ne? Gibt halt viele Bands, die können sich's einfach nicht leisten, da macht dann das Mastering ich. Da nutze ich dann sehr gern den Fusion. Mhm. Im Fusion ist ja dann auch noch ein Insert, da steckt dann der Tegeler Cream drin. Das ist quasi ein Bus-Kompressor nochmal, den kann man dann insertieren in den Fusion und der sorgt dann nochmal einfach für diese Glue-Compression, dass alles nochmal mehr zusammenwächst. Ja. Und in Verbund mit diesem Fusion und mit dem Tegeler ist das dann meine Masterkette. Am Schluss nochmal ein Limiter drauf und da komme ich dann eigentlich schon auch relativ gut ans Ziel. Ist jetzt nicht vergleichbar mit dem, was wirklich ein Spezialist macht, aber es ist so, dass man es auf Spotify laden kann, dass die Leute zufrieden sind und dass man auch hören kann. Ne? Ja, genau, dass es auch laut genug ist. Ne? Ich sehe mich natürlich vor allem als Mixing-Ingenieur. Ja, jetzt sehen wir hier hinter uns K120 von Neumann. Mhm. Ich bin aber beim Reinkommen über eine dicke Kiste gestolpert. Ich bin fast umgefallen von der Kiste. Sag doch mal, was da drin ist. Ja, es ist heute ein komischer Tag. Ich habe da draußen eine Kiste stehen mit nagelneuen Ämpfchen. Die er noch nicht aufmachen konnte. Oh Gott, der Arme. Ja, da warten die Amphion-Speaker auf mich, das Riesen-Update für mein Studio und ich konnte sie bisher noch nicht mal öffnen. Ja. Es zerfrisst mich innerlich. Weil der Herr vom Recording-Block da ist und ihm die ganze Zeit seine Zeit klaut, aber ich glaube gleich, wenn ich weg bin, wenn ich abgebaut habe, dann gibt es erstmal ein Bierchen und dann wird ganz genüsslich das Cuttermesser rausgeholt und aufgehört. Amphion-Boxen, welche Boxen sind das? 215.
215, das heißt, es sind zwei Pappen und ein Hochtöner in der Mitte, glaube ich. Genau, ne? Ja. Ja. Mhm. Schon viel von gehört. Der Björn hat die, glaube ich, der Björn Schlüter vom Storia Mastering, ne? Ich glaube, der hat die ein bisschen größeren. 218, oder hat der 218? Ich. Ja. Ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall Amphion, und ich habe ein bisschen auch mit ihm gesprochen und natürlich viel im Netz gelesen und einfach die letzten Jahre schon immer ein bisschen nach links und rechts geschielt, was gibt es denn noch? Und dann kommt man letztendlich auch immer auf den Namen Amphion. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe sie noch nicht gehört in dem Raum, und ich habe sie auch noch nie generell gehört. Weil das nächste Mal, wenn wir telefonieren, totale Grütze. Kann die sein, ja. Kann sein. K120 sind der Shit. Kann sein, das wäre natürlich ideal, weil dann würde ich mal ein paar tausend Euro sparen. Ne? Ja, soweit ich mich erinnere, hat Neumann jetzt gerade die KH150 rausgebracht, die nächste Stufe zwischen den 310ern, die ich zu Hause habe, und den 120ern. Studio 10 konnte man die hören, ja. Ja, und da dürfte man ja vielleicht auch nochmal gespannt sein, was dabei rauskommt. Apropos in Zukunft rauskommt, hast du Pläne? Hast du tatsächlich, also klar, möchtest du mit der Band natürlich am liebsten durchstarten, auf der Bühne endlich mal landen? Wie viel Material fehlt noch für die Bühne? Ja, so 5-6 Songs braucht man, damit wir 1,5 Stunden spielen können. Mhm. Ja. Wir wollten nicht covern, um aufzufüllen oder sonst was. Ja, vielleicht bringen wir jetzt am Anfang mal 1-2 Covers rein, aber geschmackvolle, coole Covers. Irgendwas von Springsteen würde ich gerne covern irgendwie. Sowas in der Richtung, ja. Springsteen, ja. Machen ja viele Künstler, dass die hier und da einfach mal einen Cover mit reinbauen. Ja, aber Springsteen greift ja jetzt nicht gerade jeder zu, ne? Nee, also On Fire zum Beispiel, der wird für meine Band super passen, einfach auch, weil diese Pad Sounds, diese Atmosphäre, die in dem Song herrscht, auch die Atmosphäre, die ich in meinen Songs gerne hätte oder haben will. Und das wäre vielleicht ein Song, wo ich mir gut vorstellen könnte, den könnte man covern. Ansonsten, ja, Pläne. Plan ist vor allem hier das Studio. Also ich sehe mich schon mehr als Mixing-Ingenieur oder als Producer, als Musiker, der auf der Bühne steht. Ich mag das auch, aber mein Fokus liegt schon klar auf dem Studio und am Produzieren. Und ich lieber in der Band diesen Posten des Produzenten. Das ist das, wo ich mich am wohlsten fühle. Okay. Die anderen sind alle Fachmänner an ihrem Instrument. Ich bin jetzt kein toller Keyboarder, ja. Aber man muss ja kein Virtuose sein, um Klangwelten zu gestalten. Dafür aber sind unsere Dinge. Meine Stärke ist halt dann das Produzieren, das Aufnehmen, das Mischen, das Ganze irgendwie dirigieren, diese ganze. Ich wollte gerade sagen, die Musiker zu steuern, dass die Musik dann auch wirklich bestmöglich hinten rauszukommen. Das braucht ja auch einen Trainer. Ne? Und ich sage auch immer, der Trainer muss die 100 Meter ja auch nicht unter 10 Sekunden laufen. Der muss aber schon wissen, wie es geht. So, das würde schon reichen. Ne? Also zumindest analysieren können, was fehlt. Ja, also goldene Regel gibt es ja sowieso nicht. Ne? Aber man schaut halt, dass man irgendwie das Bestmöglichste rausholt aus jedem. Ne? Das heißt aber für euch dann auch, wenn ihr aus Süddeutschland kommt, hier, wir sind hier in der Gegend von Rengsburg. Und in der Nähe der Walhalla, die Eingeweihten wissen auf jeden Fall, worauf ich jetzt gerade abspiele. Ich fahre hier auf dieses Schild zu und denke, Walhalla, das kann doch wohl nicht wahr sein, irgendwie, das ist ausgerechnet hier. Aber tatsächlich, hier sind wir. Wenn ihr also Bock habt, eure Musik in einem fantastischen Ambiente aufzunehmen, dann sag mal deine Internetadresse. Ich blende sie nochmal ein. www.vineyard-recording-studio.de. Also nicht Vineyard Studio, sondern Vineyard-Recording-Studio. Genau. Ganz wichtig, sonst landet ihr nämlich bei einem Fotografen, wenn ich das richtig sehe. Ja, aus Amerika, glaube ich. Cool. De. Wir sind ja hier klassisch. Ja, ganz genau. Seit 1516. De. So. Ja, schön. Andi, ich danke dir. Das war sehr kurzweilig. Es war ein toller Einblick hier in dein Leben, in dein, ja, bist du Mr. Two-Face, bist du ja quasi, in deine beiden Leben, die du hier quasi hast, und in deine große Leidenschaft, die du hier so fantastisch und atmosphärisch toll ausleben kannst. Mhm. Unsere Masterclass, ich freue mich schon sehr drauf, wenn sie rauskommt für euch. Der Link, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Und ich bedanke mich, wünsche dir einen fantastischen Abend. Viel Spaß mit deinen Amphions. Ja. Und wir sehen uns dann die Tage wieder hier zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin, macht's gut und Yassas. Ciao, ciao.